Nach einer Serie von Gasexplosionen sind in der Nähe von Boston im US-Bundesstaat Massachusetts Dutzende Häuser in Flammen aufgegangen. Eine Person kam ums Leben, mehr als 20 wurden verletzt. Auslöser für die Brände waren wohl Probleme mit dem Gasnetz des Versorgers Columbia Gas. Zuvor hatte das Unternehmen angekündigt, Gasleitungen in der Region nachzurüsten. Behörden stellten vorsorglich die Stromversorgung in der Gegend ein und riefen Anwohner dazu auf, ihre Häuser zu verlassen. In den Städten Lawrence, Andover und North Andover waren Zehntausende betroffen. Die Einsatzkräfte mussten wegen Explosionen, Bränden und Gasgeruch mehr als 70 Mal ausrücken.